Hey, schön, dass du wieder am Start bist. Diese Woche habe ich was komplett Neues vor. Und zwar habe ich Tim Oliver Schulz im Interview. Den kennst du garantiert aus dem Club der Roten Bänder. Ich bin Leo, der Anführer. Ich quatsche jetzt gleich mit ihm darüber, was für ein Kinofilm er demnächst rausbringen wird, was für ein Film im Free-TV über ihm rauskommt, wie er sich selbst in Rollen überhaupt angucken kann und ob das überhaupt geht. Können Schauspieler ihr Hirn dabei ausschalten? Und woher ich ihn eigentlich kenne. Tim, ich muss dir ehrlich gestehen, ich weiß, die meisten kennen dich aus dem Club der Roten Bänder, aber ich hatte meinen ultimativen Fan-Moment, als ich mitbekommen habe, dass du bei Schloss Einstein gespielt hast. Okay. Das war so ungefähr meine Serie mit so 12. Wirklich? Und ich glaube, ich war auch ein kleines bisschen verliebt in dich, als ich so im Rückblicken... Bucky by Joe? Ja. Bitte erzähl mir alles darüber. Ich wollte damals unbedingt da mitspielen. Ich fand alle großartig. Barkeeper Joe. Ich weiß auch nicht, wie das in mein Leben gekommen ist. Also ich bereue auf keinen Fall irgendwas, aber es ist tatsächlich so, dass ich bin irgendwann zum Casting gegangen und habe mit einer Schauspielkollegin das Casting gemacht. Und kurze Zeit später hieß es, ich habe die Rolle und mache da mit. Und ich war ganz, ganz jung und habe das dann gemacht. Und dann, es hat Spaß gemacht. Und dann irgendwann war es fertig. Ich stelle mir das wie so ein Harry Potter Set vor, wo alle Teenies irgendwie zusammen abhängen, wo alle total coole Freunde sind. Und keine Ahnung, wo die ganze Zeit betüdelt werden. Ich weiß nicht, für mich war das irgendwie riesig in meinem Kopf. Es war schon eine lustige Zeit. Es war halt in diesem Filmstudio Babelsberg und irgendwelche Sachen wurden ab und zu in Potsdam halt nicht im Studio gedreht, aber in diesem Studio war es tatsächlich sehr, sehr familiär und sehr viele junge Menschen, die teilweise sehr viel Erfolg hatten später und also dann wirklich sehr, sehr viele mitgemacht, die heute groß sind. Und dann war das eine interessante Erfahrung. Es gab eine Kinderbetreuung und sehr lustige Kinderbetreuerin und Betreuer im Nachhinein. Und meine Agentur war direkt um die Ecke. Schlechte Zeiten waren direkt um die Ecke. Und das war eine sehr witzige Erfahrung. Ein bisschen wie Disney Channel in den USA oder so. Geil. Ja. Okay, dann war es sehr, sehr cool. Es war super cool. Also generell, kannst du dir auch Sachen von zum Beispiel, keine Ahnung, letzten Jahr oder sowas von dir angucken, ohne deine Leistung zu beurteilen? Siehst du dann nur die Rolle oder? Nee? Nee, also ich schaue mir, wenn ich mir so Sachen von mir anschaue, also Filme oder Serien von mir anschaue, dann ist es tatsächlich immer so, dass ich irgendwie denke, ach komm schon, das wäre cooler gegangen. Aber es ist auch okay, glaube ich. Also es ist, glaube ich, auch okay, weil ich einfach nur denke, du musst den ganzen Film oder die ganze Folge oder die ganze Serie eigentlich immer mitspielen. Also du musst wissen, was passiert vorher, was passiert nachher. Und das sind manchmal Sachen, dass ich denke, du hättest noch mehr irgendwie wissen müssen, was vorher passiert ist, so, ja. Oder du hättest musst da mehr auf dich vertrauen oder da weniger die Augen die ganze Zeit runter machen oder irgendwie so ganz Kleinigkeiten. Also ja, zweifel ständig an mir und denk ständig, das geht besser und das geht besser. Ah, dann findest du auch immer irgendwas, ich was du immer was, ja, klar. Am 16.02. kommt der neue Film raus, ein Song für Mia. Genau. Was kannst du denn schon darüber erzählen, ohne zu spoilern? Der Film heißt Song für Mia und aus dem Titel ist ja erkenntlich, dass es ein Song ist, der für jemanden geschrieben ist. Und genau darum geht's, dass die Hauptfigur dasselbe zu der anderen Hauptfigur Mia findet und dass er durch Mia zu sich selbst findet und für sie einen Song schreibt, der sein Herz irgendwo öffnet oder der sein geöffnetes Herz zeigt. Der zeigt, wie er zu sich selbst gekommen ist, weil Mia hat ihm dabei geholfen in einer Phase, wo er sehr verletzlich war und sehr in einem sehr ungewohnten Umfeld war, nämlich in einer Blindheit, also in einem stockfinsteren. Ja. Und da hat sie ihm geholfen, zu sich selbst zu finden und dafür ist er ihr sehr dankbar und da entsteht dieser Song. Glaubst du, Regisseure sehen dich gerne leiden? Weil du hast ja jetzt wieder eine Rolle bekommen, wo du körperlich beeinträchtigt bist. Ich glaube, alle Regisseure sehen alle gerne leiden. So generell, leide ein bisschen. Ich weiß es nicht. Also ich würde nicht sagen, dass ich auf irgendwas festgelegt bin. Ja, also okay. Weder auf irgendwas, was mit Musik zu tun hat, noch auf irgendwas, was mit Krankenhaus oder mit Krankheit oder mit Leid zu tun hat. Ja.
Aber oft ist es so, dass Figuren, die in Filmen stattfinden, also in Filmen passieren, dass die halt was irgendwo, irgendwas bestehen müssen oder irgendwas erschaffen müssen, ja, irgendwas, irgendeinen Handlungsdruck, irgendeinen Leidensdruck haben. Und ja, das ist bei Leo und bei Sebel ziemlich stark ausgeprägt. Wir hören mal gleich in deinen neuen Song rein. Ja, bitte. Der ist nämlich sehr, sehr cool. Doch es braucht Zeit und es braucht Mut. Super schön. Vielen Dank. Du beschäftigst dich schon länger mit Musik, hast du gerade gesagt. Ich beschäftige mich mein Leben lang mit Musik. Meine Mutter hat früher ganz viel, eigentlich immer noch, da läuft ständig das Radio oder irgendwelche CDs. Und das war schon immer so. Ich weiß noch, wie Jürgen Vogel, Udo Jürgens immer hoch und runter lief. Und wir eigentlich ständig einen Soundtrack irgendwie zu unseren allen möglichen Situationen hatten. Ja, schön. Glaubst du, du könntest jetzt die Schauspielerei an den Nagel hängen und willst lieber Rockstar werden? Ich meine, jetzt könntest du ja losgehen mit der... Die Frage ist, ob ich es könnte, das glaube ich nicht. Ich könnte wahrscheinlich irgendwie so tun, als wäre ich Rockstar, aber... oder würdest du, möchtest du? Ich würde definitiv sagen, dass ich weit davon entfernt bin, ein richtiger Musiker zu sein oder so. Aber Gitarre sah sehr gut aus, muss Vielen Dank, ich sagen. Ja, also ich habe das dann immer dafür, für die Filme, die Lieder kann ich dann auch wirklich spielen und das funktioniert. Ja. Also ich probt es so lange, bis es funktioniert, was auch eine gute Rollenvorbereitung ist, einfach das zu machen, was die Rolle macht, nämlich gut dieses Lied spielen oder gut Musik spielen. Ja. Und mache sehr viel Stimmenübungen und Gesangs- und Übungen und habe da meinen Coach, den Robert, mit dem ich 6-mal schon zusammengearbeitet habe, wahrscheinlich noch öfters werde. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein richtiger, wie gesagt, Musiker bin. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, über Serien, bevor du reingekommen bist. Ja. Du schaust sehr viele Serien, habe ich mitbekommen. Was ich auch gehört habe von dir in einem Interview, dass du das abends gerne schaust und zwar ziemlich brutal. Es ist nicht so, dass ich irgendwie abends da sitze und wie so ein Hänger irgendwie mir 2 Folgen anschaue und zu nichts komme in meinem Leben, sondern es ist so, dass mich das immer weiterbringt. Ja. Es ist so, dass jede Serie, die ich schaue, da ziehe ich was draus und denke, ja, das ist, weil ich bin gerade dabei, eine Serie selber zu entwickeln und arbeite da gerade mit Hochdruck dran. Ja. Und es ist immer so, dass ich aus irgendwelchen Serien irgendwas nehme und sage, ja, gestern das True Detective, dieses wie die unterschiedlichen Zeitebenen miteinander funktionieren, dachte ich mir, ja, das will ich auf jeden Fall, also das ist sehr, sehr inspirierend. Ja, wie spruchreif ist deine Serie? Was sagst noch du? Noch überhaupt nicht. Ich habe mir gestern vorgenommen, überhaupt nicht drüber zu sprechen, weil ich einfach total hinterherhänge. Ja. Und mein Kollege, mit dem ich das zusammen, also der mir hilft, er meinte auch, so wie sieht's aus, irgendwie du wolltest das machen und du wolltest das machen. Ich bin hinterher, weil jetzt gerade einfach sehr viel mit der Kinotour für Club Dorn Bender, die Pressearbeit für Song für Mia. Und da kommt einfach gerade sehr viel zusammen. Ja, jetzt hast du dir auch schon mal schön was aufgeladen, weil jetzt musst du liefern. Jetzt warten wir alle auf deine Serie. Nein, da muss man echt nicht drauf warten. Es kann sein, dass ich das irgendwann meiner Mentorin, die ich habe, schicke und sie sagt, ja, Tim, mach mal lieber das mit dem Schauspiel weiter. Das war echt irgendwie ein netter Versuch. Also das kann voll sein. Ja, dann die Frage, auf die ich den ganzen Tag warte, weil ich die am spannendsten finde. Was sind die 3 Serien, die du zuletzt durchgesuchtet hast? Ich finde, Serien sagen so viel über den Charakter eines Menschen aus. Wo ich denke, welche hat mich krass beeindruckt in letzter Zeit, war Ozark. Ozark fand super. Ich super ja, geil. Also einfach mich mit etwas zu beschäftigen, womit ich vorher nie drüber nachgedacht habe. Ja. Ich dachte wirklich, Geldwäsche funktioniert so, da wäscht man Geld. Ja, ich habe es auch null verstanden, so, ehrlich gesagt. Und dann plötzlich erzählt er das, so spannend. Und ich denke mir, ich werde aus meiner Welt irgendwie rausgerissen in diese Welt der Geldwäsche reingesteckt und bin Teil davon irgendwo und kann diesen Charakteren so gerne zuschauen in so fantastischen Bildern mit geiler Musik. Ja. Also die Musik von Ozark war, ich habe ständig irgendwie mit Shazam und dachte mir, super geil. und die hat mich total beeindruckt. Ich fand auch die Entwicklung jedes Charakters da drin. Ich fand die super. Ja. Ne? Am Anfang waren so alle total schüchtern, auch die Kinder. Und dann so im Laufe der Serie wurde einfach jeder in der Familie zu so einem knallharten Typen. Ja, irgendwie. Dieser Junge. Voll gut. Dann war es tatsächlich... Und deutsche Serie zu nennen, Bad Banks war so die mich in letzter Zeit, oder Weinberg auch, also beide so, aber Bad Banks war die in letzter Zeit, die ich geschaut habe und sehr, sehr gern geschaut habe. Fand ich auch krass. Auch so eine Welt, wo ich keinen Zugang vorher hatte, überhaupt nicht. Wo ich nichts davon verstanden habe, auch so ungefähr davor. Ja. Und jetzt stelle ich mir immer vor, dass alle Banker die totalen Gangster sind, ne? Ich vertraue keinem mehr. Aber ich denke auch so ständig jetzt irgendwie, ich weiß genau, wie es läuft. Ich weiß genau, ihr macht das und ihr macht das und ihr könnt mir gar nichts sagen. So. Genau wie Hedgefonds-Management funktioniert, falls das Wort richtig ist.
Genau, und das fand ich toll, das fand ich beeindruckend, dass sowas passiert. Ja. In Deutschland und hat mich sehr nach vorne blicken lassen. Ja. Ja, und dann ist es tatsächlich Chef's Table, glaube ich, die ich schon genannt habe, wo ich denke, okay, war wirklich so eine wirklich besondere Serie für mich. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie es aufgebaut ist? Weil ich habe es selber nicht geguckt. Die reisen in den Ländern rum, ne? Und porträtieren quasi jede Folge einen anderen Koch, oder? Genau, also die rumreisen, sind das Team, ist das Filmteam und David Gelb, glaube ich. Mhm. Und es ist normalerweise so, dass du in einer Kochsendung hast du immer einen Host, also jemanden, der sozusagen moderiert, jemand, der sagt, wo es lang geht, was er jetzt gerade so macht oder der Köche fragt, was sie jetzt gerade machen. Und aber der ist auch immer ist anders? Halt nicht so. Ah, okay. Bei Chef's Table ist es nicht so. Da gibt's einen Chefkoch, der porträtiert wird. Es sind völlig unterschiedliche Personen. Also in der ersten Folge von der vorletzten Staffel ist eine südkoreanische Mönchin, die porträtiert wird. Ja. Yeah. Und die arbeitet mit Zutaten auf eine Art, die so visionär ist und die so anders ist und die so eigenständig ist und die so mutig ist und so nicht, also sie probiert nicht cool, also nichts sich selbst zu beweisen, sondern sie macht es einfach, weil das ihr Zugang und ihr Umgang mit diesen Zutaten ist. Ja. Und der ist fantastisch und der ist ja lebensverändernd auf eine Art. Und so eine Köche und deren Geschichten werden da vorgestellt und das ist ganz, ganz toll. Wenn ich einen türkischen Koch kennenlerne, also in dieser Serie kennenlerne und seinen Zugang zu Essen, seinen Zugang zu Kultur und zu Verbindung von Kulturen und dann bringt mir das auch das Land und die Kulturen her. Oder Francis Mellman, das ist so einer meiner großen Helden, würde ich sagen, wie der mit Feuer umgeht, in Patagonien irgendwo, und dann kommen ganz wenig Leute, machen eine ganz lange Fahrt dahin, um von ihm bekocht zu werden, auf 8 verschiedene Arten des Umgangs mit dem Feuer. Oder Magnus Nielsen ist er, glaube ich. Also da gibt es ganz viele, die mich sehr faszinieren. Ich sehe schon, du bist deep im Thema. Voll cool, ey. Cool, freut mich. Dann freue ich mich auf jeden Fall schon auf deine nächste Serie und auf deine nächste Kochsendung. Die werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ich warte gespannt drauf. Wenn irgendwas passiert, ich lege gerade echt die Latte sehr, sehr hoch. Schön, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, vielen, sehr vielen Dank. Das war mein erstes Interview für Stream Queen. Wenn du es cool fandst, dann schreib es mir doch in die Kommentare. Wenn nicht, schreib es mir auch in die Kommentare. Dann weiß ich, ob ich das in Zukunft öfter machen soll oder lassen soll. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Am 14.02. kommt der Club der Roten Bänder in die Kinos. Am 16.02. siehst du Tim Oliver Schulz in Ein Song für Mia. Und wenn du den Song dafür schon mal hören möchtest, dann klick dich doch jetzt gleich im Abspann auf sein Musikvideo. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Stream Queen. Nur auf Jam.